Jo, willkommen hier bei Slasanger. Ich heiße euch hier herzlich willkommen aus der Ostsee nach Korbjak am Hafen. Genau, da ist der Pier von Korbjak und wir stehen hier in der Supermarine S5. Genau, ein Wassersport-Rennflugzeug, welches damals für die Schneider Trophy im Jahr 1927, für die es nicht wissen, die ist Schneider Trophy ist ein Rennen für Wasserflugzeuge. Anfangs mit 280 Kilometer Distanz und später dann auf 350 Kilometer Distanz. Es wurde ein Dreieck geflogen. Und genau, die Supermarine S5 gewann sie 1927 in Venedig in Italien. Und ihr Nachfolger, die Supermarine S6 gewann sie 2 Jahre später in Großbritannien und ebenso 2 Jahre später die verbesserte Version S6B, auch in Großbritannien. Genau, so viel dazu. Angetrieben wird die Supermarine S5 von einem 12-Zylinder-W-Motor. Das erklärt auch diese Antwort. Also W-Motor, für die es nicht wissen, ist eine Kombination aus V-Motor und Reihenmotor, genau. So, es wurde ein Napier 7 Laienzylinder genau eingesetzt. Jeder von hat 4 Zylinder, ne? Jetzt sind noch 4 Exhaust Ports, passt, also 4x3 sind 12. In der Version A wurde ein 900 PS Motor verwendet, ohne Propellergetriebe, und in der Version B ein etwas schwächerer mit 875 PS starker Motor mit Propellergetriebe. Was wir jetzt hier verbaut haben, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, das Ding kommt in 6 Liveries, in 3 Liveries. So, sorry, es wurden auch 3 Stück davon gebaut. Genau, und ich muss sagen, Außenmodell tipptopp. Also, es sieht halt sexy aus, ne? Ich habe noch nie irgendwas mit einem W-Motor gesehen. Weil es ja sehr, ne, wie sagt man, ineffizient ist. Also man macht entweder rein oder V-Motor. Aber ein W-Motor ist doch was Exotisches, was richtig geil ist. Und es sieht auch einfach nur geil aus, ne? Supermarine, sagt er vielleicht aus. Ist ja auch die Firma, die die Spitfire hergestellt haben, später im Zweiten Weltkrieg. Wunderbar, dann gehen wir mal ins Cockpit. Und ja, hier ist natürlich alles auf Englisch? Nee. Warum ist das im KMH? Das Ding wurde doch in Großbritannien gebaut. Da haben die eigentlich Miles per Hour. Weird. Höhe ist jetzt nicht dabei. Auch ganz komisch. Nope. Aber ja, das Cockpit, ja. Relativ klein, relativ eng. Aber ganz okay. Wir haben einige Sachen zu klicken. Wir haben eine Uhr. Stoppuhr. Hier wieder zurückstellen. Dann bleibst du jetzt da. Ja. Genau. Beim Spawn im Wasser habe ich schon ein bisschen was gemacht. Und zwar das hier. Ich glaube, das ist für die Rundenanzahl. Kann ich jetzt aber nicht sagen, wofür genau das ist. Wir können einfach was durchstechen. Auch ganz cool. Ganz nett gemacht. Dann, ganz wichtig. Wir haben hier unser Büchlein. Settings. Hier können wir den Anchor wegmachen. Beziehungsweise die Parking Brake. Canopy schließen, verriegeln. Ja, das geht jetzt nicht mit der Maus. Muss man hier machen. Ganz cool gemacht. Engine Maintenance ist simuliert. Easy, normal und hart. Was das macht, kann ich jetzt auch noch nicht ganz genau sagen. Ein paar Engine Parameters. Ah, genau. Labs 10. Dann ist das wahrscheinlich. Ne? Das, was es sein soll. Dann können wir auch schon mal das Cockpit vorbereiten. Fuelwerf ist an. Das ist der Bruder. Mixture. Ich weiß nicht, wo der Mixture ist. Ist das Mixture? Das ist Mixture. Bridge. Magnetos. Wunderbar. Wir haben null Sicht nach vorne. Dank der W-Konfiguration der Zylinder. Aber ich würde sagen, wir starten das Ding jetzt einfach mal. Das
baumelt aber ganz schön hier. Beautiful. Ja, Trimmung ist ein bisschen so das Thema. Aber Airspeed ist schon über 400 km/h. Das ist ja geil. Also das Ding hat echt eine Beschleunigungskraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Noch ein cooler Sidefact. Es wurde noch eine fiktive Wii-Version bereitgestellt vom Developer. Großes Ehre und Dankeschön nochmal daran. Und die werden wir natürlich gleich gemütlich testen. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen... Ja, wir können uns eine kleine Abenteuer machen. Wir sind ja... 300 km/h schnell, das ist verdammt viel. Vorne ist die Sicht natürlich mau. Aber so, ne, hier über Kohlbergshafen geflogen. Vielleicht können wir gleich landen. Speed aufgebaut haben, können wir vielleicht so einen kleinen Looping Drain. Ja, können wir mal versuchen. Ja, Potenzial. Zum Akrobatikflieger hat das Ding auch. Hoch, 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 hoch. Sehr vorsichtig. Fassrolle, keine Looping, keine. Dann suchen wir uns geeignetes Plätzchen zum Landen, würde ich sagen. Oh yeah. Also, es sieht auch geil aus, ne? Es ist halt nur doof, dass man, ne, da vorne nichts sehen kann, aber das ist ja normal bei einem Rennflugzeug. So. Zum Beispiel, guckt euch mal die GBs an. Da sieht man auch praktisch nichts. Ja. Ist ja nur für Speed entwickelt. Nur für Speed. Was wie Landeklappen haben wir jetzt auch nicht. Ich bin jetzt auf Full Idle. Ne? Jetzt können wir eigentlich nur Speed rausnehmen, indem wir einfach scharfe Kurven drehen. Dann noch eine. Jetzt auf 220 km/h, das ist so das Maximum, was so eine Antonov an 2 erreichen würde. Das muss man sich erstmal gehen lassen. 200. Also eine Cessna, die schafft aber auch maximal ihre 200 bis 180 km/h. Also sind richtig fix unterwegs. So, da ist der Hafen. Landung war okay. Reicht jetzt. So, wir fahren jetzt hier in den Hafen. Hallo. Jetzt jump nicht so wie ein Dulli. Ja, 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 ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Bro. Ja, 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 ja. Ist ja. Fahren wir in den Hafen.
Das sieht aus wie Steigung. Okay. Weirde Physics, MSFS, aber nehme ich so hin. Natürlich, Wasserflugzeug. Warum fällt denn Alter? Das vibriert so. Willkommen im Fischereihafen. Vielleicht werden wir. Den Bruder mal wegziehen. Das dreht einfach straight um. Ah, ne, hä? Jo, wie fährst du da, Bro? Ja. Haben wir ganz gemütlich angelegt mit unserer Supermarine S5 und wir sind on the land. Auch geil. Dann schauen wir uns mal kurz die Wheeled-Variante an. Wunderbar. Sanft gelandet. So, willkommen hier in der Supermarine S5 Fictional Landing Gear Version, Land Version, Non-Floatable Version, wie ihr nennt es, wie ihr wollt. Wäre nicht mal ein Heckrad, wäre einfach nur ein Hecksporn, das aber sehr massiv aussieht, wie so ein dickes Nashornhorn. ich bin mal kurz hier ein bisschen nach hinten. Ja, das muss eigentlich angehoben werden. Sonst ist das so über den Boden kratzen und dann geht das nicht gut. Das mag das Flugzeug jetzt gar nicht. Halten wir an. Gehen wir rein. Parking Brake ist gesetzt. Der ist vorne. Machen wir das Büchlein auf. Nach vorne. Ich kann das hier nicht mehr bewegen. Okay. Damit. Gut. Parking Brake wird auch nicht gesetzt. Oh. Das Ding lässt sich praktisch nicht am Boden kontrollieren. Kann Differentialbremsen. Übrigens, die Version hier mit dem Landing Gear, die gibt es in zwei Farbtönen. Einmal dieses Olivgrün und einmal so ein Wüstengelb, Beige, Tan. Tan, genau, Tan heißt das. Ja, Ground Handling ist ein Massaker. Na, jetzt geht's doch. Der will beschleunigen. Was ich hier gerade anmerken wollte, was ich gerade gemerkt habe, dass, wenn wir das umgekehrt fliegen, das war kein gutes Beispiel, man. Los.
Jetzt, Bruder, flieg mal. So. Dass wenn wir inverted fliegen, dass dann langsam der Motor hier tot geht. Nee. Problem, was auch die Hurricane hatte, die anfänglichen Spitfires. Ja, wir können mal kurz hier inverted fliegen. ABM-Zahlen gehen runter. Genießen die schöne Landschaft von Core-Object und da, wo wir gerade gelandet sind. Ich glaube, hier? Da, hier kann, nee. Nein, hier sind wir. Schreierhafen. Wunderbar. Schönes Flugzeug mal hier so ein bisschen Sichtflug an einem schönen Tag, an einem schönen Wetter. Rauszunehmen. Ich glaube, ich habe jetzt zu leise geredet oder das Flugzeug war zu laut. Object Bier. Auf jeden Fall ein schönes Flugzeug, um jetzt hier bei VFA einfach so in Ruhe zu fliegen, das Leben zu genießen. Ne, man kennt's. Und da ist der Flughafen. Da müssen wir hin. Sind aber deutlich zu schnell. Deswegen eine scharfe Kurve. Währenddessen kann ich dies hier anschalten. Ja, wir gewinnen schnell an Minusgeschwindigkeit. Können das Ding jetzt ordentlich in den Boden buddern. Ja, 280. Nicht, dass wir hier noch in einen Stall reinkommen. Na, so ein bisschen runter. Das wollte ich vermeiden, das wollte ich vermeiden, das wollte ich vermeiden. Gut. Die Anzahl der Crashes heute mit dem Ding ist einfach nur geisteskrank. Warum dreht sich das so komisch? Und ich bin zu schnell. Ja, das wird wieder ein hochprofessioneller Anflug. Hochprofessionelle Landung, man kennt es ja von mir. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Ich will noch mal, nicht nochmal in den Boden krachen. Eine Kurve reicht. Ja, ich kann mir vorstellen, das Ding zu landen war einfach die Hölle gewesen. Aber ein cooles Kampfflugzeug geworden. Ne, hier so 3 oder 4, hier auch 3 oder 4, 50 Cannon Machine Guns und dann ratatatatata und dann die ganzen BF-109s. Oh, gut, war tot. Weißt du, so, das war eine coole Idee. Würde ich feiern. Dann noch mit Retractable Landing Gear. Einziehbaren Fahrwerk, ne? Speedbrake hat das Ding auch nicht, Flaps hat das Ding nicht. Super leicht. Ich glaube, das Schwierigste, das Schwerste an dem Ding ist wirklich der W-Motor. Und jetzt machen wir den Butter-Touchdown. Jeez. Hat er das gar nicht erkannt? Auch cool. Und wir machen einen Overshoot. Jetzt. Au. Au. Aha. Gelandet wie ein Pro, würde ich sagen. Schalten wir das Ding am. Alright, so, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte es für das Flugzeug begeistern. Mir hat es Spaß gemacht. Vielleicht fliegen wir das Ding öfter. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann und ciao.